RackTrack, der perfekte Schutz fürs MacBook. Nachdem Sie den mitgelieferten USB-Key von RackTrack in Ihr MacBook eingeworfen oder die Software alternativ bei Rackman runtergeladen haben, müssen Sie auf der linken Seite Ihres Finders einen neuen Datenträger namens RackTrack vorfinden. Um die Installation zu starten, müssen Sie die darin enthaltene Datei ausführen. Kurz darauf öffnet sich das neue Image mit der Package-Datei. Auch diese führen Sie mit einem Doppelklick aus. In der Installation angekommen, klicken Sie sich einfach durch die verschiedenen Menüs, um schlussendlich zum Installationstypen bzw. zur angepassten Installation zu gelangen. Hier wählen Sie nun alle Module aus, die Sie später bei RackTrack nutzen wollen. Ich empfehle Ihnen aber, einfach alle Module zu installieren, um später auf nichts verzichten zu müssen. Die Aufgabe der einzelnen Module werde ich später erklären. Nachdem Sie RackTrack erfolgreich auf Ihrem Mac installiert haben, werden Sie automatisch in Ihrem Browser auf die Rackman-Startseite zum Aktivieren von RackTrack weitergeleitet. Dort angekommen, loggt ihr euch in euer Account ein oder erstellt euch einfach einen neuen. Nach dem Klick auf den blauen Anmeldebutton bei rackman.de gelangen Sie zur Registration. Dort geben Sie einfach Ihre persönlichen Daten ein und akzeptieren die AGBs. Über den Mein Inventar-Link in der rechten oberen Ecke gelangen Sie weiter zu der Konfiguration. Vorher werden Sie noch von Rackman nach Ihrem geheimen Schlüssel gefragt. Sie sollten darauf achten, dass dieser Schlüssel stets geheim bleibt. Denn dieser Schlüssel ermöglicht es, die ganzen Einstellungen zu verändern. Das heißt, falls der Dieb von dem Schlüssel wüsste, könnte er ganz einfach RackTrack manuell ausschalten. Nachdem Sie sich erfolgreich eingeloggt haben, können Sie über das ausgefahrene Dashboard weitere Einstellungen vornehmen. Zuallererst ist es wichtig zu wissen, was es mit dem Status auf sich hat. Der Status gibt an, in welchem Zustand sich das Gerät momentan befindet. Dabei unterscheidet man zwischen in meinem Besitz, verloren und gestohlen. Dieser Status lässt sich sowohl manuell als auch automatisch durch den Smart Trigger verändern. Mehr dazu später. Bevor ich auf die einzelnen Funktionen genauer eingehe, möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, dass es für jede Funktion über das kleine i eine Beschreibung gibt. Anfangen wollen wir mit dem Dummy-Nutzer. Der Dummy-Nutzer ist ein von RackTrack erstellter Account auf eurem Mac. Der Dummy-Nutzer soll dazu dienen, den Dieb dazu zu verleiten, sich in diesen einzuloggen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass alle anderen von euch persönlich erstellten Accounts passwortgeschützt sind. Denn dann wird der Dieb sich höchstwahrscheinlich für den Account entscheiden, der ungeschützt ist. Sobald sich der Dieb in den Dummy-Nutzer einloggt, springt der Status auf verloren bzw. gestohlen und die Module fangen an zu arbeiten. Hierbei können Sie sich mehrere Module aktivieren. Sie können Eyesight- und Bildschirmfotos aufnehmen lassen, Sie können den aktuellen Standort des Macs lokalisieren lassen, Sie können weitere Daten sammeln, Sie können dem Dieb direkt eine Nachricht senden, welche sich auch über den Nachrichtenbutton hier bearbeiten lässt, und Sie können einen Hardware-Schaden simulieren, der nur durch einen Ausbau der Festplatte wieder behoben werden kann. Mit den Einstellungen unter der Kategorie Smart Trigger bestimmen Sie, bei welchen Veränderungen der Alarm automatisch ausgelöst werden soll. Ersteres ist die Standortänderung. Diese empfiehlt sich für alle die, die ihren Mac immer am selben Standort stehen haben. Hierbei wird der Smart Trigger dann ausgelöst, wenn sich das MacBook weiter als 500 Meter entfernt hat. Ähnlich ist es bei der Netzwerkkonfiguration. Hier achtet RackTrack auf das Netzwerk. Sobald sich das MacBook mit einem neuen Netzwerk verbindet, wird ebenfalls der Smart Trigger ausgelöst. Letzteres ist der Login des Dummy-Nutzers. Wie eben schon erklärt, sobald sich der Dieb in den Dummy-Nutzer einloggt, wird der Alarm ausgelöst und somit die Module aktiviert. Zu guter Letzt können Sie noch einstellen, was passieren soll, wenn ein Smart Trigger ausgelöst wird. Hierbei können Sie sich per Mail hinweisen lassen und gleichzeitig den Status auf gestohlen setzen lassen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich wirklich jede Einstellung genau unter die Lupe nehmen, damit Sie im Verlustfall auch wirklich gut gewappnet sind.